Hallihallo, wir sind zurück mit Limbo. Und ja, beliebige Taste drücken, mache ich gerne Kapitel an. So, übrigens, ich habe das Spiel jetzt schon zweimal durchgespielt. Und ja, das heißt, wir spielen das Ganze jetzt nochmal zum dritten Mal durch. So, wir waren. Das Hotel hat man schon. Ja, ich glaube, hier so war man. So, genau, hier waren wir stehen geblieben. So, die Lampe bricht ab. Boah. So, hier waren wir stehen geblieben. Und Rumster. So. Hier kommt ja gleich das nächste Gedankenkontrollding. Yay, das dürfte gleich kommen. Na, das ist ja schon. Gedankenkontrolle. Bams. Zombie. So, und wenn wir jetzt das da nämlich nicht umgeschmissen hätten, dann wäre das jetzt auf uns gefallen, dann wären wir gestorben. Weil Limbo ja gerne mal zerquetscht wird. Oh mein Gott, es brennt. So, und zurücklaufen. Limbo, lauf. Ich bezahle dich nicht fürs Rumstehen. Ich bezahle dich gar nicht, aber naja. Nimm's positiv. Du könntest bezahlt werden, aber nein. So. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, was jetzt kam. Jetzt kommt. Was kommt jetzt? Hier ist Licht. Achso, nee, das Licht hier stört das ja. Ach, jetzt kommt das, ja, das. Das kann jetzt eine Weile dauern. Weil im Grunde genommen müssen wir jetzt eigentlich bloß ewig lange erstmal hier runterlatschen. Oh Mann, macht das denn Spaß, ja ewig lange zu latschen. Also hier hätten sie sich was Besseres einfallen lassen können. Huh. Und der nächste Sprung. Ui, Knetsch. Das Rohr baumelt. So, und hier musste ich langsam laufen, das weiß ich noch. Latsch langsam. Weil da kommt eine Kiste, hoffentlich kriege ich sie. Da kommt schon die Kettensäge. Oh. Nein! Oh, zu früh, Mann! Viel zu früh gelaufen. So. Also nochmal. Und lame. Immer noch lame. Too lame. Too lame! Nein! Ey, hä? Wieso werde ich da getroffen? Ich war doch drüber. Ihr habt es doch gesehen, ich war doch schon drüber. Komm, jetzt rase ich mal hier ein bisschen. Das nervt ja. Ja. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Okay, ich glaube, ich bin zu schnell gerannt. Würde ich ja schon fast sagen. Ja, also. So, bitte fress das hier auf. Wams. So, jetzt muss ich warten. Anlauf drüber. Ach, Mist. Nochmal. So, warten. Rennen. Drüber. Jawohl. Ja, meine Nase juckt. Okay. Und Jump. So. Das hier, dafür habe ich ziemlich lange gebraucht, um das herauszufinden. Letztendlich habe ich einfach bei einem anderen Let's Player geguckt, wie das hier funktioniert. Aber nach zweimal durchspielen ist das hier eigentlich schon ziemlich leicht. Ich mache lieber noch mal eine dritte Runde. So, geh nach unten. Und jetzt geh nach oben. Jetzt lauf Limbo. Jetzt spring Limbo. Gut, Limbo. So, jetzt ziehen wir das hier nach hinten. Jetzt steigen wir da drauf. Jetzt rennen wir nach vorne. Jetzt halten wir uns da fest. Und jetzt haben wir das geschafft. So. Ui, ui. Und dann können wir ja jetzt weitermachen. Bitte geh nach oben. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Hoch da. So, halt. Ich muss eh nochmal runter. Yay, bitte stopp nicht. Hey, Limbo, du hältst ja mehr aus, als mir das gewohnt ist. So, Kiste bleibt da stehen. Du kommst bitte runter. Kiste, kommst bitte mit. So. Na komm. Sei so gut und komm.
Und jetzt also gut und geh hoch. Bams. Meine Kiste. Mein Freund, die Kiste. So, jetzt muss man warten, einen kurzen, aber feinen Augenblick. Jetzt machen wir dich wieder an. Machen dich wieder an. Jetzt fährst du nach unten. Und jetzt kommst du mit. Na, komm mit. Weil ich muss das machen, weil ansonsten... Weil das ist eine bewegliche Plattform. Und wenn dann die... Wenn ja eine Kiste hier wäre, dann würde die runterklappen. Und das ist ja nicht so toll. So, ich glaube hier so ungefähr. So, Scheiter auf Doom. Komm mit. Seil bitte. Dankeschön. So, reicht das? Nein, das habe ich kacke gemacht. Ich habe die Kiste falsch hingestellt. Nee, schaffe ich nicht. Hier so ungefähr, ja. So, komm wieder runter. Ja, ist ungefähr richtig. Berührt ja schon fast die Kiste. So. Hoch da. Knapp. Ist aber immer so knapp hier, also das kann man eigentlich gar nicht anders machen. So, noch ein Stückchen warten, noch ein Stückchen schwingen, noch ein Stückchen springen und geschafft. Wie war das hier? Warte, das... Moment. Das war... Genau. Hier drüber. Warten. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann das hier noch drücken. Da musste ich das hier ganz schnell ziehen, damit das auch ganz genau da drauf fällt. So, dann kann ich hier hoch. Dann kann ich einen Whisky Jump machen und dann habe ich es geschafft. Mann, wurde schwer. Fliegen. Ich mag Fliegen nicht. Die sind so fliegig. Apropos Fliegen, jetzt kommen, glaube ich, gleich diese Riesenlibelle. Ja. Ja, ich glaube, die kommt jetzt. Ja, die kommt jetzt. Achtet mal ganz rechts von mir. Da bewegt sich eine Libelle. Und wir müssen uns halt ganz langsam an die ranschleichen. Immer wenn die so uns anguckt, dann sind wir halt... Das Auto muss man anhalten. Aber scheint ganz gut zu laufen. Ja, jetzt guckt sie. Jetzt nicht mehr. Jetzt guckt sie. Jetzt nicht mehr. Jetzt guckt sie. Sie ist gespannt. Oh, jetzt nicht mehr. Und jetzt renne ich. Und jetzt habe ich sie. Jawohl. Haha, du Kackfliege. Ich werde nicht eher ruhen, ehe ich nicht dein scheiß Bein rausgerissen habe. Apropos Limbo, steuere ich gerade nicht mehr. Das ist jetzt eine Filmsequenz. Babs, bams. Abgeschmettert. So, jetzt sind wir hier oben. Das Beinchen bewegt sich ja noch. Hihihi. Hey, wir sind ja schon fast durch. Wir sind ja schon bei den letzteren Rätseln. Kann das sein, dass ich der erste Let's Player bin, der erschafft Limbo in knapp 3-4 Parts? Also das ist jetzt der dritte Part. Kann sein, dass ich der allererste Let's Player bin, der erschafft Limbo in maximal 4 Parts durchzuspielen? Ich glaube, 12 ist der Rekord gewesen. Zumindest war 12 das kürzeste, was ich gesehen habe. Aber das war, glaube ich, auch blind. Ich bin ja nicht blind, aber wow. Aber ich finde, Limbo durchzuspielen dauert auch nicht wirklich sehr lang, weil es ein ziemlich kurzes Spiel ist. Ist aber auch ein bisschen schade. Also ich hätte mir da mindestens, was weiß ich, mindestens ein paar Level mehr erwartet. Also, was ich auch schade finde, man kriegt ja auch keine Belohnung oder so, wenn man das durchspielt. Da kommen nur die Credits. Hätte ich ja gedacht, dass da dann irgendwie Bonusspiele oder so kommen. Oder dass da dann irgendwie Level auf einem höheren Schwierigkeitsgrad kommen, sowas hätte ich mir ja gedacht, aber anscheinend nicht. So, schieb dich dahin. So. Und ich glaube, hier voll den Bullshit werden die Spieler. Ist mir das, ist euch ja schon mal aufgefallen? So, hoch. Ja, Schalter gedrückt, schön. Bin ich ganz stolz auf mich. Oh, meine Nase juckt heute wie Sau. Ich verstehe nicht wieso. So, Indiana Jones mäßig rennen wir hier rüber. Und ziehen die Kiste. Nein! Nein, nein, nein. Oh Gott. Schlecht von mir. Sehr, sehr schlecht von mir. So, du rollst nochmal ein bisschen nach da oben. Das finde ich ganz nett. So, jetzt muss ich warten, bis du kommst. Ungefähr jetzt. Und jetzt kommst du mit Kiste. So, und jetzt haben wir da das so ein bisschen deaktiviert oder beziehungsweise kaputt gemacht. Und jetzt fragt ihr euch sicher, warum schiebst du nicht die Kiste hier weg und schiebst sie da durch? Das hier kann man nicht schieben.
Das ist ein Rohr oder sowas. Bitte nicht zerquetschen. Ich wurde davon zwar noch nie zerquetscht, aber ich denke mal, wenn man da Pech hat, kann man davon zerquetscht werden. So, das dürfte, glaube ich, schon reichen, um da rauszukommen. Jawohl. So, Schalter. Schalter! So, jetzt geht das Zahnrad an. Und die Kiste müssen wir mitnehmen. Das ist nämlich der Fehler, den manche Menschen an dieser Stelle machen. Sie lassen die Kiste einfach stehen. So, Kiste, geh hoch. Kiste, versteck dich! Kiste, du kannst dich nicht von mir verstecken. Ich werde dich sowieso finden. So, jetzt muss ich hoffen. Ja, gut. So, du kommst mit mir. Du kommst mit mir, mein Freund. So, und jetzt schiebe ich dich hier runter. Tschüss. So, nein, Kiste. So, runter mit dir, du Drecksding. Bam, ich habe das fast gestapelt. Ich habe das wirklich schon mal geschafft, dass das dann genauso da drauf stehen geblieben ist, aber. Achso, ja, genau. Das war ja diese Sache. Diese Sache von Einfachheit. Und nein, diese Leiter muss ich nicht hochgehen. Die Leiter hätte ich nur hochgehen müssen, wenn ich die zweite Kiste vergessen hätte zu holen. Aber das habe ich ja nicht. Die habe ich ja instinktiv gleich mitgenommen. Und ich muss mich mal kurz an der Nase kratzen. Ich muss mich sau oft an der Nase kratzen heute. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Aua. Ich habe auch keinen Schnupfen oder so. Nasenentzündung. Habe ich auch nicht. Aber man wollte es ja mal gesagt haben. Limbo. Mann. So, was ist hier? Nein, oh, das ist hässlich. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das ist böse. Ich mag diese Stelle nicht. Ich finde die Stelle so abartig. Also, weil das hier ist vollkommen Timing. Und Timing habe ich nicht. Ich habe weder Timing, ich habe weder Zeitgefühl. Und wir baumeln. Und baumeln. Und ich glaube, so reicht das auch. Nein, ich habe verkackt. Nein, nein. Ich hab's falsch gemacht. Das hasse ich so. Man muss da wirklich ganz genau drauf aufpassen, was man da macht. Und wow. Limbo. Warum bist du heute so daran begeistert, solche knappen Sachen hinzulegen? Das mag ich nicht so an dir, Limbo. Nein, oh, na klar, jetzt kann ich's nochmal schwingen lassen, weil ich den Knopf nicht erwischt habe. Yeah, und jetzt schwingt's gar nicht mehr. Aber hey, wir haben ja Zeit. Wir haben ja jetzt vielleicht nur schon 5, 8 Minuten auf dem Konto. Ja, ich sage auf dem Konto, weil es mir Spaß macht. So, jetzt schwingen bitte zurück. Oh, danke schön. So, jetzt darf ich nochmal schwingen, damit ich auch darüber komme. Was eigentlich kein Problem ist. Und so. Und das Zahnrad hier, das geht jetzt bitte mal da rein. Da rein. So. Yay! Die Welt wird auf den Kopf gestellt! Yippie! Wir stellen die Welt auf den Kopf! Limbo, sehr ein tolles Spiel, dass es die Welt auf den Kopf stellt. Oh mein Gott. Okay. So, wir bleiben mal hier stehen. So. Weil, das ist der Fehler, den die meisten Anfänger hier machen. Mir ist so passiert. Das fällt nämlich runter. Und das verschlägt einen. Wenn man Pech hat. Bitte! Oh Gott. Gut, ich hatte nämlich jetzt keinen Bock zu warten. Auch da. Limbo. Limbo. Gut. So, was war das hier? Ach, das war das, ja. Da muss ich jetzt hier runter. Da muss ich jetzt diesen Magneten deaktivieren. Da muss ich jetzt die Kiste so schieben, dass die ganz da oben ist. So, hinschieb. So, jetzt muss ich warten. Und wenn die dann so steht, wie ich das haben möchte, ungefähr so, dann aktiviere ich wieder den Magneten. So, wir testen mal, ob es funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert anscheinend nicht. Es funktioniert nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es funktioniert nicht. Oh doch. So. Hoch. Und aktivieren. Und runter. Jawohl. Hoch. Durch. Wow, knapp. Das ist knapp gewesen. So, was war hier? Ach ja. Da hatte ich auch öfters mal sehr große Schwierigkeiten, weil Limbo einfach mal die Kiste runtergeklettert ist, ohne dass ich das wollte. So, dran klettern. Ach, und was ich nochmal gesagt haben wollte, wenn man hier zu sehr schwingt, dann kann man an die Kettensäge knallen, die da oben ist. Ist mir mal passiert. Und ich schwinge jetzt schon wieder viel zu hoch, das ist nicht gut. Anhalt.
aktuelle. So, jetzt kann ich auch schon ein bisschen runterklettern, bis ich da ganz unten dran hänge. Ich hänge ganz unten dran, super. Also heißt es abwarten, bis die Kiste kommt. Hallo, Kiste. So. Ja, jetzt müssen wir warten. Und jetzt wird's heftig. Jetzt wird's so übelst sich episch. Epic! Oh fuck. Oh. Ich wollte das Seil greifen. Stehe ich jetzt bitte drauf? Nein. Schade, ich wollte jetzt ein bisschen früher springen und da dann übelst sich an dem Seil schwingen, damit das voll die Epic hat, aber. Hat nicht geklappt. Ich bin ein bisschen zu früh gesprungen. Hoch. Hoch. Und ich habe so das Gefühl, dass ich mir viel zu lange aufnehme. Ich weiß nicht wieso, aber ich nehme in letzter Zeit länger auf, als ich das möchte. Vielleicht, weil ich den Rekord im Limbo aufnehmen brechen will. Wow, drei, vier Parts. Mann, bin ich gut. So, jetzt kann ich auch langsam. Nur. Nein, 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 das ist noch zu riskant. Jetzt kann ich es, glaube ich, machen. Ja, ich hänge ganz unten. So, Kiste kommen. Brave Kiste. So. Und diesmal machen wir es ordentlich. So. Abwarten. Abwarten. Epic Move! Wow! Genau, so wollte ich das eigentlich machen. So war es auch eigentlich vorgesehen. Woohoo! So, da ist eine Kugel. Da ist ein Schalter. Den Schalter benutzen wir. Rums. Da ist eine Kiste. Von der Kiste wollte ich schon mal schlagen. Das war nicht schön. Das hat mich nämlich umgebracht. Weil ich da down so vorgekribbelt bin, dann ist die auf meinen Kopf gefallen. Ja. So schnell kann es gehen. So, du kommst bitte mal ganz schnell mit. Bist du so nett und kommst mit? Weil ich habe Angst, dass die Kugel mich jetzt doch noch erwischt. Da hätte ich jetzt nämlich gerade sowas von gar keinen Bock drauf. Bitte reich. Nein, die Kiste. Nein, Blacks. Meine Damen und Herren, Limbo ist von uns gegangen für einen kurzen Augenblick. Ja, da bin ich da und so nach vorne gekrüppelt und dann irgendwann war ich ja ungefähr so und dann hat die voll meinen Kopf erschlagen. Mann, ich hab das gut demonstriert, wie das damals aussah. Okay, ich bleib dann mal hier so auf der Kante stehen. Limbo fest den Boden an. Oh mein Gott, was für ein schöner Boden. Ein Laminatboden. So, jetzt. Schieb, Limbo, schieb! Oh, ist die schwer! So, jetzt haben wir ja zum Glück besseres Timing-Verhältnis. So hoch. Jump, Limbo! Schnell noch Limbo! Boah, eingequetscht. Ich glaube, sein Arm wurde abgerissen und kam, dass mir. Sein Arm wurde abgerissen, der Arm ist noch hängen geblieben. Das habt ihr doch gesehen, oder? Da habt ihr doch gerade vorher gesehen, dass der noch der Arm gebaumelt hat. Entweder habe ich jetzt Fantasien davon, wie Limbo seine Gliedmaßen verliert, oder es ist jetzt wirklich passiert. Ich hoffe ja nicht, dass ich jetzt hier irgendwie halluziniere. Das ist nicht schön, wenn sowas passiert. Come on, Limbo. Renn, Limbo. So. Geschafft. Und jetzt kommt gleich wieder ein Gedankenkontrollviech. Nein, doch nicht. Oh, doch. Den sieht man da. Das ist unsere Schwester. Hallo, Schwesterherz! Pff, aus dem Rohr raus. Und unsere Schwester kriegt uns gar nicht mit. Und wir rennen einfach wieder weg. Scheiße. Aber wartet mal ab. Ihr denkt jetzt bestimmt, ach komm, der Limbo kann ja auch einfach wieder zurückrennen mit dem Gedankenkontrollviech. Das sagt ihr. Aber die Entwickler sagen nein. Weil sieht man hier. Okay. Wir kehren jetzt um. So. Das sieht irgendwie aus wie so ein Schlumpf, wenn da so dunkel ist und man sieht nur seine Kulleraugen und dann hat er noch so ein komisches Gedankenkontrollviech auf. Ja, jetzt ist ja nämlich alles Industrie. Und alles ist verschwunden. Kein Lebenszeichen unserer Schwester von hier. Wow. So, dann bitte mal da dran springen. So, festhalten. Bitte drauf. Bitte rennen, bitte springen, bitte da auf die Kiste, bitte da weg von der Kiste. Ja, ihr kriegt hier gleich was zu mampfen. So, bitteschön. Die Kiste da, ihr habt ja gerade da hinten, als ich noch die Gedankenkontrollviech da hatte. Meine Kiste! Meine Kiste! Nein, doch nicht. Da ja so eine Leiter gesehen, die werde ich ganz gekonnt ignorieren, weil die einen bloß zu einem Erfolg bringt. Den kann ich gleich mal zeigen, weil dann würde man auf der anderen Seite da drüben rauskommen. Und dann könnte man sich halt da irgendwie drunter durchquetschen und den Erfolg holen, aber das tue ich jetzt nicht. Nimmst du mal. Achso, falsche Taste.
habe mich verdrückt. So, und das dürfte eigentlich, glaube ich, auch schon reichen. Nein, es reicht nicht. Wow! Hey, 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 hey! Wow. Ich nehme zu lange auf. Ich habe das gerade so gefühlt, dass ich jetzt mindestens schon, was weiß ich, wie lange aufnehme. Das ist nicht gut, wenn ich sowas mache. Nein, weiter. Stopp. Also perfekt, da kann man das gar nicht platzieren. Limboer, du kleiner arschgeleckter Hobbit. So, könnte sogar reichen. Es könnte reichen. Nein, es reicht nicht. Limbo! Mensch, ey, ich stelle mich hier auch wieder an. Es ist doch einfach. Was mache ich? So. So, Anhalt. Mensch, Limbo! Mann, ey, das ist doch nicht schwer. Was stelle ich mich hier so dumm an? Ich verstehe es nicht. So, halt mal jetzt mal an. Schaffen wir es jetzt wenigstens. Jawohl. Dran an die Leiter. So. Jetzt kann ich da, glaube ich, auch schon drauf. Ja, wundervoll. Und dann würde ich hier, glaube ich, auch den Part gleich beenden. Geh mal bitte da drauf, Limbo. Limbo. Ist schön. So, wo sind wir denn hier? Ja, ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Und dann würde ich hier jetzt, glaube ich, auch erstmal beenden. Und dann, Moment. Wir sehen mal nach. Doch, ich glaube, wir könnten hier tatsächlich beenden. Nee, wir könnten hier nicht beenden. Nee, 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 nee. Komm, dann machen wir das hier noch schnell. Das dauert auch nicht so lange eigentlich. Moment. Dann machen wir das hier noch schnell. Oh, hoch da. So. Nein! Ich bin do. Ho, ho, ho. Do, ho, ho, ho. Wir haben nämlich vergessen, den Wagen zu platzieren. Zielimbozi. So. Ja, hallo Wagen. Hallo, kannst du. Alter! Limbo! Reg mich jetzt bitte nicht auf, Limbo. Au, du regst mich auf. Au, Quetsch. Quetschbacke, Wams. Das heißt nicht Monsterbacke von Ehrmann, sondern Quetschbacke von Ehrmann. Und rum. Und hin. Und hin. Oh, Limbo! Ich verstehe Limbo nicht. Ich meine, das war perfekt. Der hätte da locker dran gekonnt. Ach Mensch, das ist doch ganz kurz hier. Mann. Dran. Festhalt. Ich reiß den Scheiß raus. Reißen, reißen, reißen. So, warten. Rumleg. Und zwar ja so klar. Ich meine. Egal wie man es macht, irgendwie findet das Spiel immer einen Weg, einfach kacken zu lassen. Und das nervt mich ein bisschen bei Limbo. Dass der halt immer diesen scheiß Drang hat, dann doch zu verkacken. Ich meine, perfekter ging es gar nicht, wie wir es gerade hatten. Aber nein, das war zu knapp. Hatte das Spiel wohl gerade gedacht. Mensch, jetzt mach Limbo. Du kleine Potsau. Auch nicht. Dann machen wir es jetzt halt ganz ordentlich. Jetzt machen wir es. Dran da. Oh Mensch, Limbo, du dummes Kind. Mann, ich hasse Limbo, wenn er sowas macht. Also, wenn Limbo so eine Scheiße macht und nicht auf die Leiter klettert, dann möchte ich ihn am liebsten echt in seine hässliche, niedliche Fresse hauen. Mann, ey, das nervt mich. Ich will den Part endlich beenden. Ich habe keinen Bock, hier zehntausende Stunden aufzunehmen. Nur weil Limbo sich hier zu dumm zum Scheißen anstellt. So, und Agarbau. Ups. So. So, dann ab durch den Gang. Bam, 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 bam. Ja, das summe hier gerade die Melodie von Donkey Kong Country. Bam,
bam 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 bam. Das war viel zu knapp. Viel zu knapp war das. Bam 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 bam. Ah, jetzt stehen bleiben. Hier beenden nämlich den Part. Oder? Nein, hier beenden wir den Part noch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt auch Bock, das hier dann doch noch zu beenden. Also, ja, komm, hoch, hoch, renn, renn Limbo, renn, renn Limbo, renn, renn Limbo, renn, renn Limbo, renn, spring Limbo, spring. Boah, knapp. Komm, dann mache ich das hier noch schnell. Mann, aber irgendwie möchte ich jetzt doch noch hier das ein bisschen weiter schaffen. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen Bock. Bam 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 bam. So, wir stehen richtig. Wir stehen richtig, wir stehen richtig. Bam bam, wir stehen richtig, richtig gut. Wir stehen richtig, wir stehen, oh ja. Wir stehen richtig, richtig gut. Yeah! Und warum singe ich Donkey Kong Country? Hallo, Kiste? Ah, Kiste, hallo. Kiste, ich muss mal über dich drüber klettern, sei so nett. Oh. Schieb, Limbo, schieb. Schieb die. Wow. Das hasse ich so mit diesem Licht hier. Das. Und weg. Bam 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 bam. So, was haben wir hier? Ja, hier können wir dann laden. Gut. Und dann sind wir ja fast durch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Limbo. Auf Wiedersehen.